Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch wahrscheinlich das mit beste Labby Mod 4 Addon für Griefer Games. Dieses Add-on beinhaltet nicht nur zum Beispiel Plotgrenzen für den City Build Nature bzw. Extreme Server, ein Autocraft, ein Autokomprimierer, ein Dekomprimierer und dann gibt es noch einen Befehl, den wahrscheinlich nur die wenigsten kennen. Das alles zeige ich euch in diesem Video. Das Addon findet ihr im Labby Mod Shop direkt in-game. Das Ganze heißt Griefer Games Addon bei TMB. Das Ganze ist vom TMB Clan, aka eher gesagt TMB Randy. Mit dem habe ich auch vor dem Video gerade eine Rücksprache gehalten. Da hat er mir nämlich das ein oder andere noch zugesteckt. Hier oben können wir das Ganze aktivieren, deaktivieren, standardmäßig natürlich immer aktivieren. Dann haben wir hier einen Itemschutz. Wenn wir rübergehen, haben wir auch immer eine kleine Erklärung. Zum Beispiel beim Itemschutz verhindert das Nutzen von wertvollen Items wie Bonseklinge, Birthklinge und so weiter setzen einer SOS. Und diese Funktion verändert auch lediglich Klicks. Dann als nächstes haben wir den Autocrafter und den Autokomprimierer und den Autodekomprimierer. Das ist wahrscheinlich so eines der mächtigsten Werkzeuge von diesem Addon. Und das Ganze zeige ich euch anhand einer Farm von Randy, die ich auch schon ein-, zweimal in Videos gezeigt habe. Und das ist die Randy Farm auf dem City Build 7 Server. Auch von dem Herrn, der dieses Addon gemacht hat, dem gehört auch diese Farm. Die Farm kann ich euch übrigens nur empfehlen. Oben rechts seht ihr das Video dazu, was ich davon schon mal gemacht habe. Mit der lässt sich nämlich sehr gut Orbs generieren und mit diesem Addon noch mal viel leichter. Ich werde jetzt mal nach hinten gehen, weil hier gibt es einfach mehr FPS. Angenommen, wir wollen jetzt hier diese ganzen Pilze auf einmal komprimieren. Dann klicken wir jetzt die Pfeiltasten links, oben und rechts einmal gleichzeitig gedrückt und nun wird das Ganze hier komprimiert. Das Ganze können wir mit ESC natürlich wieder abbrechen, tun das Ganze wieder ins Inventar ziehen, genau dieselben Tasten noch einmal drücken und dann tut er das Ganze craften. Haben wir jetzt, sagen wir mal, eine Werfanlage, wo uns das immer gedroppt wird, dann können wir das Ganze auch so einstellen, dass das Ganze in einem Endlosmodus gemacht wird. Bei Doppelkisten leeren, da würde ich das natürlich nicht empfehlen. Das Ganze können wir natürlich noch automatisch droppen oder dass wir nur ganze Stacks nehmen soll. Das wäre die V1-Version. Das Ganze, falls es bei euch bangen sollte, könnt ihr auch von Fast auf Medium, das ist so ein bisschen langsamer und Slow dann eben noch langsamer, je nachdem was bei euch eben funktioniert. Bei mir tut Fast einwandfrei funktionieren. Hier haben wir noch eine Schlussaktion, dass es komprimiert oder eben droppt. Hier können wir noch einen Hotkey für den Autokomprimierer oder einen Hotkey für den Autodekomprimierer nutzen, falls wir jetzt zum Beispiel nicht alle drei Tasten, sondern nur zum Beispiel, sagen wir mal, F9 drücken wollen. Wenn wir das Ganze hier jetzt komprimiert haben und angenommen, wir wollen das jetzt wieder dekomprimieren, das ist auch sehr einfach. Wir drücken jetzt dieselben Tasten, nur dass wir statt der oberen die unteren nehmen, also Pfeiltaste links, rechts und unten. Und nun tut er uns das Ganze hier dekomprimieren, aber aufpassen, der droppt das hier immer hin. Und das tut er immer alles nach und nach. Und hier steht ein Spieler. Einen wunderschönen guten Tag. Kurze Erklärung, warum er das droppt. Das Ganze liegt daran, wenn ich zu viele Items habe, würde das Inventar ja schließlich volllaufen und der droppt das eben, damit das Ganze schneller läuft. Das solltet ihr natürlich jetzt nicht auf dieser Farm hier tun, wie ich. Jetzt wurden die ganzen eingesaugt. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Autocrafter. Da gibt es zwei Versionen von. Ich zeige euch beide. Der erste wäre mit /craft und legen wir jetzt einmal unsere Items rein. Das wäre jetzt beispielsweise unser Craft-Rezept. Das kann alles Mögliche sein. Das müssen jetzt nicht ausgerechnet die Pilze hier sein. Und dann sehen wir Mushroom 1. Dann klicken wir Shift plus Enter und sehen Rezept gespeichert. Wenn wir jetzt Enter klicken, tut er uns das Craften. Klicken wir wieder Enter, legt er sich das hier schon alles zurecht. Manchmal kann es sein, dass er kurz buggt, aber je nachdem, wenn das so sein sollte, würde ich euch empfehlen, hier die Geschwindigkeit etwas zu minimieren, zum Beispiel auf Medium. Und schon sehen wir, funktioniert es wieder.
Das wäre Nummer 1. Nummer 2 ist die wesentlich schnellere Version. Dazu müssen wir jetzt uns das zu craftende Item auf unseren ersten Slot hier legen. Das wäre jetzt in meinem Beispiel mal der Ofen. Und jetzt geben wir Auto Craft ein. Jetzt sucht er sich das Vanilla-Rezept und tut das sofort craften. Wenn das Inventar voll wäre, würde er das komprimieren und dann direkt weiter craften. Wie ihr seht, hat das recht gut funktioniert. Ist auch der schnellere Weg, wie man das machen könnte. Damit hätten wir Autokomprimierer, Autodekomprimierer, Autocrafter V1 und V2. Als nächstes haben wir die Chat-Einstellung. Hier können wir eine Autokorrektur aktivieren. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel 7EC oder T/R eingeben, dann würde er das direkt beheben und den richtigen Comment senden. Anti-Fake-Money würde ich auch empfehlen anzumachen, wenn ihr jetzt eine Transaktion macht. Zum Beispiel paye ich mir jetzt selber mal hier einen Dollar. Dann sehen wir schon, hier ist ein Haken verifiziert. Bedeutet das eine echte Transaktion. Dann haben wir den MSG-Teiler. Habe ich jetzt zum Beispiel deaktiviert, weil ich das schon durch ein anderes Addon habe. Und durch zwei Addons aktivieren macht ja in der Regel keinen Sinn. Kurz erklärt, wenn ihr jetzt eine Chat-Nachricht habt und die länger ist als eure, also hier als die Zeile, dann tut er das Ganze in mehreren Abschnitten senden, was ja normalerweise nicht geht. Dann müsst ihr wieder erstmal wieder neu tippen. Hier könnt ihr alles am Stück reinschreiben und der sendet das nach und nach. Benachrichtigung für Cooldowns könnt ihr auch einstellen. Brauche ich jetzt nicht. Wir können die News verbergen. Wir können den Chat vereinfachen durch überflüssige Nachrichten. Wie zum Beispiel bis jetzt im Portalraum, ist mir eigentlich relativ egal. Wir können die Streamer Broadcast entfernen oder unsere Messages in Tabs unterteilen. Dann haben wir die City Build Nature Plot Grenzen. Das ist auch interessant, um das hier mal kurz zu erläutern. Gehen wir jetzt einfach mal auf Nature. Übrigens, was dieses Addon auch enthält, wir können jetzt zum Beispiel einfach Slash Nature machen und dann tut er diesen Slash Switch Nature Befehl einfach mal austauschen. Wir können ebenso Slash CB1 oder CB4 machen, funktioniert alles. Wir sehen schon, hier läuft eine rote Linie lang. Bei euch müsste das eine RGB-Farben wechselnde sein. Das Ganze können wir einstellen. Einmal haben wir hier den Radius, den wir einstellen können. Die Höhe, wie hoch soll das sein? Ihr seht schon, das wird immer höher. 1 reicht eigentlich. Dann können wir den Hotkey drauflegen. Wird es angezeigt, wird es nicht angezeigt. Wir können hier eine maximale Höhe einen Farbwechsel, den habe ich jetzt zum Beispiel ausgemacht und das auf Rot gesetzt, damit man das auch sieht. Jetzt gehe ich einfach mal zu meinem Plot und jetzt sehen wir zum Beispiel hier die rote Plotgrenze. Das hier ist in meinem Territorium und hier nicht. Ihr seht, das funktioniert einwandfrei. Hier haben wir die Tooltip-Info. Das ist auch für manche wahrscheinlich relativ gut. Ich nutze das untere aktiv. Das ist zum Beispiel ein Tooltip-Info für Adventure-Werkzeuge. Bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal auf CB4 mit Slash CB4. Hier habe ich nämlich meine Spitzhacke. Die habe ich schon im Stream angefangen, die Aufgabe zu machen. Und wir sehen schon fehlende Items. 10 Stacks, 61 Stück. Das wäre jetzt von einem anderen Addon. Aber was von diesem Addon ist, ist diese 43,9%. Rest 0 DKs, 10 Stacks. Und 61 Items. Der obere Text ist von Griefer Utils, habe ich euch bereits schon mal vorgestellt. Video oben rechts auf den i könnt ihr gerne abchecken, auch sehr empfehlenswert. Die Beta-Version könnt ihr für Labby Mod 4 nutzen. Ebenso haben wir hier auch noch die Tooltip-Info für komprimierte Items. Bedeutet, es zeigt euch die genaue Menge an, wie viel DKs, wie viel Stacks und wie viel Items insgesamt. Hier können wir noch direkt in den Portalraum switchen. Ich renne gern zum NPC, keine Ahnung, ich habe es ausgemacht. Und hier haben wir noch für die Redstone-Techniker-Trichter-Einstellung. Hier können wir Filter-Items einlegen. Hier können wir auch, wenn wir zum Beispiel direkt in die Einstellungen wollen, das automatische Sneaken beim Rechtsklick eben aktivieren oder eben noch deaktivieren, wenn wir es fertig eingestellt haben. Wir können hier eine Schlussaktion vom Schließen zu Connecten zur Multifunktion Verbindung. Die Stackgröße können wir hier auch einstellen und einen schnellen Plotwechsel zum nächsten und vorherigen Plot können wir hier auch ausführen. Kurz bevor ich es vergesse, nochmal kurzer Zwischencut. Diesen Befehl, von dem ich am Anfang geredet habe, ist Slash Fahndung. Dieser Comment ist wahrscheinlich für sehr viele nützlich. Hier können wir zum Beispiel jemanden fahnden, wie der Befehl sagt. Es gibt aber noch eine zweite Verwendung von diesem Befehl. Wir wollen jetzt zum Beispiel TMB Randy aufsuchen. Wir wissen aber nicht, auf welchem Citybild er ist, weil er es zum Beispiel im Profil ausgestellt hat. Dann machen wir Slash Fahndung und dann dem Namen des Spielers, das wäre TMB Randy.
Und nun hüpft er über alle City-Builds automatisch und scannt diesem nach diesem Spieler ab. Jetzt sind wir auf CB1, hat er gemerkt, hier ist er nicht. Gehen wir weiter auf CB22 zum Beispiel. Jetzt scannt er hier, merkt er, oh, hier ist er auch nicht. Gehen wir auf den nächsten CB. Oh, Money Drop, geil! Gut, das Ganze habe ich jetzt beendet, weil er hier mir gesagt hat, dass sich gerade zu viele Spieler einloggen. Jetzt würde er aber über die ganzen CBs hüpfen und dort eben stehen bleiben, wo er ist. Was wir ebenso machen können, ist normal einfach nur Slash-Fahndung ohne Einnahmen. Und jetzt beginnt das City-Build-Hopping. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel als Streamer auf Griefer Games unterwegs sind, aber jetzt zum Beispiel noch keinen Streamer-Rang haben und wir wollen kurz sagen, wir sind überall live, dann machen wir einfach Slash-Fahndung und dann hüpft er über die ganzen CBs. Ihr müsst natürlich euren Status anhaben und dann tut er für euch automatisch dieses CB-Hopping machen, was ihr normalerweise selber macht. Ihr solltet natürlich damit nicht übertreiben, macht das einmal und dann erstmal, sage ich mal, eine halbe Stunde mindestens nicht mehr, weil den Leuten auf den Sack gehen, das mag einfach niemand. Das ist kurz runtergebrochen, alle Funktionen von diesem Addon. Ich würde es euch allen LabbyMod 4 Spielern empfehlen, dieses Addon zu nutzen. Es ist einfach nur top. Es funktioniert super, abgesehen von den Bugs, die LabbyMod 4 selber hat. Falls bei euch mal das Auto-Komprimierungssystem buggen sollte, dass es immer aufmacht und euch wegen Spam, wegen Comments vom Server kickt, wie bei mir eben, müsst ihr einfach die Pfeiltasten erneut drücken. Das klemmt dann von LabbyMod aus, nicht vom Addon selber. LabbyMod 4 hat leider noch ein paar kleine Bugs, die noch behoben werden müssen. Aber ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren, alles kostenlos und jede Woche 17 Uhr am Dienstag gibt es hier ein neues Griefer Games Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.